Und da sind wir wieder bei Skyrim in Hübsch. Und ich hatte noch eine Idee, was ich machen Denn wir werde, sind die wenn ich gerade Kinder hier der bin. Menschheit. Ihn Und umbringen? wir werden Nein, natürlich Himmel nicht. wie auch Erde besitzen. Denn Und Talos wir ist ja ein sehr guter Gott. Hoffe ich mal. Ich habe ja hier so einen kleinen Typen, der immer dir eine Frau anbaggern möchte. Und ich glaube, Fangen die den kann beiden ich. schon wieder an? Ich Schlag wusste zu, es. wenn die Schlag Schulter sie sich dreht. Tötet Er sie. gibt sich euch gegenüber Blößen. Sehr schön. Das ist scheinbar das falsche Haus. Dumm gelaufen. Aber was wird morgen sein? Was dann werden? Gib mir mal meine Quest. Verschiedenes. Bringen die Klauen zu Lucan. Okay, finde den ursprünglich. Nein. Da. Rede mit Mikael Menschen über euch die Charlotte. Häuser wegnehmen, die Geschäfte. Soll denn auch die andere Quest ausmachen? So. Eure Kinder? Ja. Wo ist denn Mikael? Hallo? Zurück? Sogar. Wo ist Mikael? Verschiedenes. Ab euer So. Leben. Und Hier was müsste macht der der, soweit ich Feuerwehr? weiß, dann drinnen sein. Nein. Oh. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu kaufen. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. So. Hier war es nämlich. Jetzt kann ich den Typen nämlich auch Kommt bestechen. herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Natürlich. Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Ich Ihr bin wollt sicher. mich bestechen? Nun, auch ein Barde muss essen. Bei der Ehre meines Vorfahren. Ich werde die süße Carlotta nie wieder behelligen. Sadia, Liebling? Ja, Mama? Hier. Nur zur Erinnerung, Schatz. Die Bettdecken müssen noch ein gewaschen guter werden. Rat zum Abschied. Natürlich, Mama. Frauen lieben Sonette. Okay. Nichts? Und gut. Was ist mit meinem Sohn? Ich verbringe Carlotte. Hier Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Damit ich das Von den Feldern und Obstgärten Weißlaufs direkt auf euren Tisch. Ja, ist okay. Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ja. Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Ha! 400 Gold. Ja, schön. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Gut, und damit würde ich sagen, beginnen wir unsere Reise nach Riften. Und zwar, ja, von der Alchemistenhütte. Ich glaube, die ist am nächsten. Okay. Und dann werden wir von da aus weiterreisen nach ja, Riften. Ist das die Tamriel? Ach, zu spät. Gut. Ah, hallo Pferdchen. Schön, dass du mitgekommen bist. Cool, das kommt jetzt scheinbar immer mit. Nein, ich würde gerne meinen... Ah, ich habe gar keine Sachen mehr, ne? Kann ich nicht mehr. Gut. Charakter. Quest natürlich. Entschuldigung.
Nein. Talmor, ja, genau. Das müsste es sein. So, Cycle. Mir, genau, da muss ich hin. Super. Dann, würde ich sagen, Pferdchen, du kannst laufen. Wir laufen dann mal durch schön Skyrim in der Herbstvariante, die auch mal richtig, richtig geil aussieht, muss ich sagen. Springen! Hallo! Hör auf mich! Hör auf! Das Pferd von Olga anzugreifen. Olga ist ein super Pferd. Nein. Was? Komm, steigen wir mal ab. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen. Und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Okay. Das habe ich jetzt zwar nicht besonders verstanden, aber was soll's. Oh, da ist eine Spinne. Die Spinne tut mir aber nichts. Das ist eine liebe Spinne, weil sie so langsam ist. Naja, hoffe ich. Sind die Wölfe auch schön langsam. Es gibt, soweit ich gelesen habe, sogar Unterschiede zwischen den Pferden, also wo man die Pferde kaufen kann. Ich habe jetzt hier so ein wahrscheinlich ziemlich billiges Pferd. Greif doch nicht mein Pferd an. Hallo? Aber solange wir nicht irgendwo schnell hinreisen konnten, muss ich jetzt eben den Weg nehmen. Und ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Oder den geradeaus möglichsten. Jedenfalls sind wir hier an einer Mühle. So, und jetzt müssen wir einmal darüber. Nur, wo ist der schnellste Weg? Scheinbar ist der an dieser Seite, an der rechten Seite des Ufers. Und dann sollte ich einfach vielleicht der Straße folgen, die hier vorne ist. Oh, das war ein Leck. Und dann haben wir, ich glaube, wir haben fast alle Gebiete erkundet sogar. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir haben fast alle Gebiete dann erkundet. Also, alle Städte aufgesucht, sagen wir mal so. Denn wenn wir alle Gebiete erkunden sollten, bräuchten wir, wie die Skyrim-Macher selber sagen, 300 Spielstunden. Und das wären etwa 900 Folgen. Und ich glaube, dass
sag mal hier. Boah. Hier. Zoom, 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 zoom. Geht nicht weiter. Okay, hier gibt es auch noch jede Menge Sachen. Ich habe mir auch hier, das ist zum Beispiel eine Mod, dass diese Map die Wege anzeigt. Auf der normalen Mod würde es gar nicht gehen. Und das ist eigentlich sau schön. Genauso wie, wenn man jetzt hier dran vorbeiläuft, die Windmühlenräder auch 3D sind und nicht irgendwie billiges 2D irgendwas. Aber ich müsste erstmal hier diesen Ort entdecken. Ha! Super! Schneeschuhenhof entdeckt. Weiter geht's. Nach Riften. Und inzwischen ist es schon spät geworden, wie man hier sieht. Und wir müssten einfach nur... Zurücktreten! Wenn ihr Riften betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Warum? Was ist los? Das ist eine gute Frage. Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Okay. Die Frage ist, wo ist Norden? Genau auf der anderen Seite. Super. Dann machen wir das mal. Und ich habe jetzt keinen Bock gehabt, den zu bestechen. Muss ich ehrlich sagen. Na? Ist hier das Nordtor oder bin ich schon zu weit gelaufen? Was ich schon fast fürchte. Ich habe hier auf jeden Fall die Stelle entdeckt. Schon mal sehr schön ist. Und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Gut. Ich muss rückwärts. Und dann diesen Weg folgen. Ach, hier ist es doch. Und? Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Riften lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Wo willst du sie? Ich lass die mal kämpfen, greif mal nicht ein. Warum sollte ich auch? Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Riften lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Ja, was ist denn diese Besuchssteuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Cool. Aber wieso haben die kaiserlichen Soldaten sich gegenseitig angegriffen? Egal, es sind kaiserliche Bögen. Wuhu. Und sie haben Stahlpfeile dabei. Na komm, lass mich rein. Ha! Ich bin drinne. Ich bin in der Stadt. Ich habe es geschafft.
Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Warte mal. Einfach mal ein bisschen Zeit vorstreichen lassen, damit ich auch ein bisschen was sehe hier. Denn der Shader macht das Ganze ziemlich... Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ihr seid das einzig Gute, was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Nein. Aber? Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Ja, nein. Ich stimme euch eindeutig zu. Ich fange langsam an, euch zu respektieren. Abgesehen von Erin scheint ihr die einzige Person zu sein, der ich hier vertrauen kann. Da wir über sie der gleichen Meinung sind, möchte ich euch warnen. Sie rekrutieren immer noch für ihre Gilde. Ihr solltet auf der Hut sein. Okay. Dann... Passt auf euch auf. Dankeschön und ich gehe mal... Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifthorn nach Ärger? Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Wie ihr meint. Ich bin am Hafen, wenn ihr eure Meinung ändert. Gut. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Gut, und nachdem wir hier reingegangen sind, würde ich sagen, machen wir Schluss mit dieser mit dieser Folge. Bürger von Rifthorn, höret meine jetzt, was ziemlich asozial ist, aber wir machen jetzt Schluss und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein.